Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Elex 2 mit den Pirates. Wir machen hier weiter. Wir haben auch ordentlich Aufgaben hier bekommen. Einmal unseren komischen Bengel. Wissen ist Macht. Falsche Gefallen. Also normalerweise sage ich ja immer, die Nebenmission machen wir immer als erstes. Aber ich würde sagen, weil es um unser Kind geht, ne? Sollten wir einen Alleingang als erstes machen. Ja. Was? Der ist hier? Fox? Foxy? Fox? Oh, wo ist der hin? Wo ist der Affe wieder? Immer weg. Wo ist Fox? Fox? Wo ist die? Fox. Fox, mitkommen. Hey, was ich dich noch fragen wollte. Du drehst doch... Oh, jetzt hast du mich 100 Mal gefragt. Mitkommen. Genau. Er fragt immer, du drehst jetzt nicht durch. Oder er dann so, hey, ja, ich muss eine halbe finden. Blablabla. Langweilig. Wir wissen wir alle. So, da ist Dex. Was macht denn der in der Alienhöhle? Ich habe die nämlich alle mit so einem Alien-Symbol markiert. Naja, egal. Gut, dann lass uns mal aufgehen. Meinen Sohnemann retten. Ja, ganz schnell. So, ah ja, es brauchen noch einen. Ja, stimmt, wir brauchten ja noch, ne? Warte mal. War ja, oder? Genau, weil ich ja. Genau, wir wollten ja das haben und einmal Stärke. Auch Regeneration 3, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Hm? Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ist auch mal gut. Hey Kollege. Horn, nice. So. Mach dich bereit. Ich hätte nicht nachts losgehen sollen, ne? War jetzt ein bisschen dumm. Egal. Jetzt habe ich. Ich meine, ich könnte zurückreisen, aber nein. Machen wir jetzt. Alter. Was ist denn heute los, sag mal? Auch nicht die. Oh nö, die habe ich jetzt hier schon nicht. Die nerven mich. Ah, das Ding lebt. Oh. Hi. It's me. Danke, Kollege. Oh, jetzt nerven die, ne? Weil ich die angelockt habe. Aber ich nicht, gegen die nicht kämpfen will. Ah, oh, scheiße. Ja, ich mag die nicht. Ich will nicht. Ja, man. Ja, es sind das Tiere, wo ich sage, komm, weißt du. Gegen die können wir später kämpfen. Wenn ich noch stärker bin, dann sind die nicht mehr so nervig. Die sind cool gemacht, aber die kämpfen so scheiße. Immer verstecken die sich, dann kämpfen die wieder, verstecken die sich irgendwie wieder und dann kämpfen sie wieder und dann. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt kann ich hier wieder rum. Wo ist denn der? Warte mal, ist er bei den Aliens? Warum geht denn der zu den Aliens? Dex. Dex. Verdammt, Dex. Vater? Was macht der Vogel hier? Hey, mein Junge. Hey. Geht es dir gut? Eigentlich schon, aber... Vater, darf ich dir mal eine Frage stellen? Natürlich.
Wie ist das eigentlich, wenn man sein Bewusstsein verliert? Na, nicht besonders gut. Es ist so, als würde man dir einfach eine gewisse Zeitspanne stehlen. Warum fragst du? Ich habe das Gefühl, dass es mir soeben genauso erging, weißt du? Bist du gebissen worden? Nein, Vater. Aber diese Formen haben eine gewisse Wirkung auf mich. Sieh sie dir doch nur an, wie groß sie sind. Hör zu, du bleibst in Zukunft in meiner oder Askas Nähe, ist das klar? Du bist noch nicht so weit, dass du einfach alleine hier draußen herumlaufen kannst. Aber ich war nicht alleine. Großvater war doch bei mir. Wie bitte? Was hast du gesagt? Ja, Vadek hat schon gesagt, dass du so reagieren würdest. Darum ist er auch schnell wieder gegangen, bevor er dir über den Weg läuft. Du hast mit einem Mann gesprochen? Ja, und er sagte mir, dass er dein Vater Vadek ist. Was hat er sonst noch gesagt? Dies und das. Er hat mir geholfen, bis fast zum Former zu gelangen. Ich weiß nicht, warum du ihn nicht magst. Er ist doch ganz nett. Von wem hast du das? Mutter hat mir erzählt, ihr hättet euch gestritten. Vertraue keinen fremden Männern. Sie könnten dich anlügen. Halte dich an deine Eltern oder Aska. Aber... Na schön, Vater. Was wolltest du da draußen überhaupt? Ich wollte das Land der Fremden sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit ihnen nicht vernünftig sprechen kann. Das ist sehr leichtsinnig von dir. Du bist noch ein Kind. Sie würden dich töten, wenn sie dich finden. Ich glaube, dass auch der kleinste Funke ein Feuer entfachen kann, Vater. Das hast du früher einmal selbst gesagt. Ich will nicht, dass die Fremden gegen uns kämpfen. Im Moment lassen sie uns keine andere Wahl. Ich hatte gehofft, dass ich in dem Former etwas finde, was uns helfen könnte, den Kampf zu beenden. Hat dich dieser Mann dazu überredet? Nein, er hat mir nur geholfen. Was soll ich bloß mit dir machen? Deine Mutter hat sich große Sorgen gemacht. Jetzt hör aber mal auf. Ich bin doch kein dummes, naives Kind, das glaubt, mit Alufolie auf dem Kopf die bösen Gedankenangriffe der Fremden abzuwehren. Ich sage, in den Formern ist etwas. So wie ein Geist oder so, nur viel mächtiger. Ich kann es spüren. Es kann uns helfen, Vater. Wir müssen nur seiner Stimme zuhören und es verstehen lernen. Dex, wer weiß. Vielleicht hast du sogar recht, aber es ist einfach zu gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich habe jetzt einen Former gesehen. Und ich weiß jetzt, dass wir eines Tages in einen von ihnen gehen werden. Wir werden dort finden, was ich meine. Und es wird dir helfen, den Krieg gegen die Fremden zu entscheiden. Wart's nur ab. Okay, schon gut. Wir müssen aber jetzt erst einmal hier weg. Ich bringe dich zurück in die Bastion. Ist gut, Vater. Okay, ist Dex direkt der Schlüssel? Wenn er das da spürt. Okay, gut. Naja, wir werden den Krieg so gewinnen müssen, weil es jetzt nicht danach aus, als wenn sie sich unterhalten wollen. Falscher Gefallen. Der Kleriker Cyborg ist zwar eine alte Maschine. Okay. Er fürchtet sich, dass ich es geschafft habe, ihr so etwas ein schlechtes Gewissen zu machen. Zweifelt sie mir bei seiner Freundschaft oder anderen merkwürdigen Beweggründen selbst AD aktivieren, wenn ich ihn nicht aufhalte. Mein Kopf! Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Fox? Wo ist Fox jetzt wieder? Mensch, was machst du denn da hinten? Ah, du machst dich wahnsinnig. Was? Hi. Ach so, du gehörst zu mir, bleib bis aber. Ah, ein Vogel da.
Was soll ich bloß mit dir machen? Mitkommen. Hier oben ist auch eine Alienhöhle. Also ich habe mir alles markiert, deswegen, also oh, da oben ist auch eine. Warum geht der mir alle zu Alienhöhlen? So, alles gut, so, oh, wir haben wieder auch die Erfahrungspunkte, ne, hier ist eine Höhle, ne, ja, aber die mache ich später, wenn ich mehr Half noch hab, aber wenn der bald stärker, das können wir ja nicht jetzt machen, also jetzt gegen, jetzt aggressiv gegen die kämpfen, also bewusst, wie die mir jetzt beim Weg laufen, krieg aufs Maul, aber die anderen nicht. So, dass wir in die Höhlen gehen, das dauert ein bisschen. Weil das war letztes Mal schon cool, aber... Ja, es war aber schon Minimum, ne, wie wir das gelöst haben. Es war nice. Hat auch unheimlich Spaß gemacht. Machen wir übrigens auch noch öfters. Auf jeden Fall. Da könnt ihr euch schon mal drauf... Hä? Bin ich da was hingekommen? Hm. Wo ist er noch nicht so weit oben? Ja, wir haben schon eine gute Regeneration, ne? Aber das ist auch keine Map hast, ne? Ja, die haben irgendwo kein Problem. Danke, Fox. Wieder eine Unterstützung. So. Hat er mit auch schon mit? Achso, hab ich gleich gesehen. Hm. Danke. So, machen wir 84, nice. Oh, was ist denn das? Der Gegner? Nehmen wir mit. Okay, bitte bei Falken dauert wohl noch ein bisschen, aber ist auch egal. Ah, na gut, werden eher ruhig. Ist tot. Will noch. Hopp, vergiftet. Alter, da haben da noch 750. Das geht super schnell gerade, ne? Mittlerweile das Aufleveln. Wenn man auch gegen alles kämpft. Man kämpft auch, muss ich sagen, hier viel, viel lieber als im ersten Teil.
Im ersten Teil habe ich das wirklich nur, weil aus Notwehr gemacht. Das ist nicht dein... Oh, du Arschloch. Hau drauf! Mobbing. Nice. So, ja genau. Die Waffen alle mitnehmen. Was man ja alles mitnehmen kann. Ich vergesse, wie viel Edits ich mittlerweile habe. Oh, Alter, das ist so gut. Ey, wir können so krass verkaufen nachher, ne? Und wir können, wir sind so stark. Jetzt schaffen wir doch noch ein paar Level. Ein paar Level ab. Was ist denn hier eigentlich? Nix, oder? Und dann könnten wir nochmal. Ich glaube, hier kann ich hin, weil da ist auch ein Fernsehturm. Oder was soll das da? Ja, ich glaube ja. Wollen wir den auch noch nehmen? Komm, komm, Fox, komm. Den gönnen wir uns. Komm, Foxy, komm. Den die Frostbestie aus Frost. Wir voll erstmal anklopfen. Ganz wichtig. Bisschen aufpassen. Ja, ich bin gleich durch. Kann es auch sein, dass die KI damit irgendwie gar nicht mal so gut zurechtkommt, dass wir so stark sind? Also ich meine so ein bisschen, also ich meine die Denkweise der KI. Irgendwie scheint die KI ein bisschen buggy zu sein, seitdem wir so stark sind. Also, indem wir so oft niederknüppeln, oder soll das so sein? Das ist tatsächlich so eine Art, oh, hier ist ein Teleporter. Und Elixit. Marcos Pass wurde aktiviert. Was ist da oben? Er bringt mir was. Und jetzt? Also hier erkunden ist mal eine richtige Laune. Aber hier oben ist nichts. Mist. Ah, da hier oben ist was. Ist der? Schön, was bekommen. Hatte ich schon richtig geraten. Geht ja auch nicht anders, muss ja. So, dann lass uns mal weiter. Dann lass uns. Aber jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ey, nice. Lernen wir. Was? Jetzt hätte ich Bock auf ein paar Würstchen. Nicht? Hm, na schön. Würstchen. Kommt jetzt hier an mit Würstchen. Na gut, ich bin auch verfressen. Oh, da noch ein Teleporter. Was ist hier los? Marako Ost wurde aktiviert. Okay, waren wir noch gar nicht. Nee. Oh. Skylands. Ein paar Aliens. Ich höre mehr als ein Gegner. Also, wir haben ihn gesehen. Achso, Fox, sind wir Leichen, ne? Danke. Ja komm, auch noch drauf. Mach doch einen leichten Angriff. Oh, Fox. Das ist ein Kanal hier. Oh, Glück gehabt. Ach. Oh.
Ja. So. Kannst sie auch umbringen, ne? Du glaubst es mir nicht, aber die erlaubte Taste. Ein Abartigen. Bald hab ich's. Nice, sehr schön.